Arme. Aber du warst für mich auch fast sowas wie ein Sohn. Und deswegen schmerzt es jetzt. Verrat, Kleiner. Manches im Leben tut einfach weh. Was bist du? Hab ihn! Einen Moment, dann mach ich dich Futter aus. Glaubst du nicht mehr allein auf dieser Welt? Ich habe nur eine Schläger, die mich beschützen, wenn ich neue Kräfte sammle. Ihr wollt mich ja wohl komplett verarschen, oder? Ach, jetzt zeigt er mir das, du bist gestorben. Alles klar. Okay, nicht verkacken. Fuck! So. Thank you.
Holy shit! Wie, ich bin gestorben! Nochmal! Ich dachte, ich hätte es geschafft, um echt zu sein. Der Boss ist schwer. Okay. Also Vater hin oder her. Aber... Aber ich mag den Typ nicht. Alter! Okay. Okay. Der Boss wird schwer, Leute. Ich kann mich nur so festhang. Wo bist du? Wo ist das, du Penner? Okay. Ja, das kriegst du dafür.
ist unglaublich, wie schwer dieser Kampf ist, einfach. Los geht's! Auf ein neues. Ich weiß nicht, wo du bist, da! Shit. Ich habe ehrlich gesagt jetzt hier am Ende nicht so einen Bosskampf erwartet. Steh auf, mein Freund. Was macht der da? Oh oh. Hey, mein Freund. Oh ne, er jagt meinen kleinen Freund gerade. Oh!
ganz kurz das rote Teil. Sehr gut. Ich bin auch bereit. Ach, das geht nicht, aber was? Ja, hier schmeckt das. Hier, da. Alter, was ist nah damit? Was geht's los? Ich habe dich erschaffen lassen. Ich habe dich an die Oberfläche geschickt. Ich habe dich zurückgeholt und dir gezeigt, was du bist und was du kannst. Sogar das Leben, an das du dich zu erinnern glaubst, ist etwas, das ich mir ausgedacht und dir in den Kopf getoniert habe. Also. Kleines Mädchen! Man hat dir die ganze Stadt angeboten. Und du hast sie abgelehnt. Und was hast du stattdessen gemacht? Das, was ich von dir erwartet habe. Du hast sie gerettet. Du hast ihnen das eine gegeben, was man ihnen weggenommen hatte. Eine Chance. Die Chance zu lernen. Die Chance, Liebe zu finden. Zu leben. Und was war am Ende deine Belohnung für alles? Du hast es nie erzählt. Aber ich glaube, ich weiß es. Eine Familie. Alles klar. Es gab ja doch einen finalen Bosskampf. Gegen Atlas. Naja. Ich habe von Anfang an ja schon erkannt, dass der Typ nicht so ganz suspekt ist, wie ich denke. Aber für alle wenigen, ich weiß noch nicht, wie es ankommt, weil jetzt fällt noch nicht mal oben. Für alle, die das Projekt mitverfolgt haben, kann ich sagen, den zweiten Teil werde ich auch machen, direkt hier nach. Je nachdem, wie ich das mit dem Uploadplan mache. Naja. Das Spiel hat schon Spaß gemacht. Bin ich ganz ehrlich. Ich muss aber sagen, es hat auch viele Frustmomente gehabt. Ganz ehrlich, wie oft ich einfach gestorben bin. Aber ist egal. Es geht gleich weiter mit dem zweiten Teil. Und ich kann nicht sagen, wie oft ich mich bedanken soll für alle, die wirklich mitgeschaut haben. Ich werde jetzt sowieso kein Schwein gemacht, aber für die, die mitgeschaut haben, ihr seid cool. Wirklich. Ich war letzte Stufe mein Kaffee. Und ja. Was gibt's noch groß zu sagen? Das Spiel hat mir Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Folgen es gibt. Viele Stunden Folgen. Die Hälfte davon geht über eine Stunde oder so. Leider ist ja eine Folge, die über eine Stunde geht, ja leider komplett weg. Aber egal. Da kann man nichts mehr ändern. Ich habe das Spiel jetzt einfach durchgespielt. Und ja. Ich frage mich allerdings, was passiert wäre, wenn ich die Mädchen getötet hätte. Die hätten mir am Ende ja nicht geholfen. Und die hätten mir auch in der Mitte des Spiels, glaube ich, wäre auch ein bisschen der Plot nicht so gekommen, oder? Oder vertue ich mich da stark?
Ist das ein Spiel mit zwei Enden? Ich bin mir unsicher. Ich bin mir sehr sicher, dass ich das gute Ende habe. Mal gucken, ob es ein schlechtes Ende gibt. Ich bin mir ja ziemlich unsicher. Naja. Ich lasse einfach die Quellen verlaufen. Und verabschiede mich jetzt hier nochmal. Danke fürs Zuschauen. Keine Sorge, es geht gleich weiter mit Bioshock mit dem zweiten Teil. Und nach dem zweiten Teil entscheide ich, ob ich Infinite auch noch mache. Mal schauen, wie wir was machen. Gut. Ich bin raus. Macht's gut. Man sieht sich im nächsten Video. Ciao. Ja. Nach den Quellen, ja, ich wollte weggehen. Es gibt auch solche Inhalte und sowas. Das habe ich alles übersehen. Eine Frage der Moral. Okay. In the moment you boot up Bioshock, you can feel the story. Achso. Okay, jetzt verstehe ich das. Okay, man findet sie. Was war hier im Museum? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Was ist Museum? Hä? Aha! Was ist das? Alles klar, lol. Das ist ja verdammt cool gemacht. Was bist du denn? Hatten wir den überhaupt als Gegner?
Habe ich noch nie gesehen. Naja, vielleicht soll ich auch froh sein, dass wir den nicht als Gegner hatten. Der sieht mir ein bisschen strong aus. Genau wie der da. Was zur Hölle ist das hier? Was bist du? Alter, doch so ein Alien. Also das Alien sieht ja abnormal aus. Heilige. Sieht aber eklig aus. Sind jetzt gerade in so einem Museum in Rapture. Das ist verdammt cool. Kann ich denn auch noch mich sehen irgendwo? So ein Stockwerk nach unten oder irgendwie sowas in der Art? Ah, okay. Warte mal, hä? Die haben wir alle gesehen. Ach, das sind alle Dinger, die da rumgeschwommen sind. Genauso waren die. Lol. Und da haben wir so ein Ding gesehen. Das ist ja hammer creepy. Dann bin ich ja froh, ich in der Geschichte dich nicht begegnet bin, weil du siehst ein bisschen sehr strong aus, um ehrlich zu sein. Ich glaube, du hättest mich ein bisschen zerstört. Aber das ist cool, dass es sowas gibt. Na gut, ich sag's nochmal. Warte, ich guck nochmal für ein Hauptmenü. Ja, ich speichere ja auch hier im Museum. Credits, Kommentar, Museum, so. Zusätzliche Inhalte. Weiter. Ja, wir könnten da eigentlich theoretisch mal reinschauen, oder? Die zusätzlichen Inhalte werden wir dann bei einer nächsten Folge machen, ja? Die Patzer geht ganz normal weiter, by the way. Mit Bioshock. Auch der zweite Teil. Das heißt, Bioshock ist dann Folge, keine Ahnung was. Gut. Jetzt ist wirklich Ende der wirkungsnächsten Folge zusätzlichen Inhalte an. Ciao. Also, hier könnte ich auch noch ein bisschen was gefasst machen. Wir haben vielleicht die Hälfte geschafft. Des Abenteuers. Obwohl nicht mal, wenn Infi noch dazu kommt, nicht mal. Bruh. Okay, macht's gut. Ciao. Obwohl, das mit der Partzeit kümmert, aber... Nee, mache ich nicht. Bioshock 2, neues Projekt. So. Der Fuchs.